Bei der Relegation gegen Wolfsburg, meine Frau war auf Mallorca, wurde übertragen, riefen die Zuschauer immer: Mario Gomez Hurensohn. Da hat meine Frau mir angerufen und sagt: Du brüllst du nicht etwa mit, Mario Gomez Hurensohn? Ich habe gesagt: Doch. Er ist doch ein Hurensohn, lässt sich dauernd fallen, ne? Versucht immer, ihm Freistoß rauszuholen. Und dann, als das Spiel zu Ende war, haben die Wolfsburger zurückgerufen: Eintracht Braunschweig, Hurensöhne und sowas. Und dann versuchten hier ein paar Fans dann rüberzulaufen, haben sie eine Polizeikette davor gemacht. Da hat meine Frau mich wieder angerufen und gesagt: Du machst doch hoffentlich nicht mit. Ich sage: Das kannst du doch sehen. Wenn ich da mitmachen würde, hätten wir die Polizeikette schon überwunden.